Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dreadout 2. Ja, in der letzten Folge haben wir den guten Herrn hier auf dem Boden, dem da, haben wir tonnenweise Tassen von Kaffee gegeben und der war mit jeder einzelnen Tasse war er immer unzufrieden gewesen. Und irgendwann hatten wir mal endlich mal den Kaffee gefunden, den er unbedingt haben wollte. Ja, und haben uns endlich mal den Weg freigeschaltet und können jetzt endlich mal weiterlaufen. So. Was sagt unsere Aufgabenliste? So, okay, das ist doch die alte Aufgabenliste. So, wir sind aber immer noch auf der Suche nach der Geisterfrau, die uns hier etwas belästigt hat. Würde ich jetzt mal so behaupten, dass es halt belästigt war. Belästigend war. Doch wo ist diese Geisterfrau? Das ist die große Frage. Hier ist... Was ist das denn? Ach, die kenne ich doch irgendwoher. Warte mal. Diese komischen Geisterbabys kennt man doch auch aus dem ersten Teil noch. Er hat nichts zu melden. Hat aber wieder so einen komischen Geist hinter sich. Ja. Okay. Geisterlady, wo bist du? Die hängen ja überall rum, diese komischen Babygeister, nenne ich es jetzt mal, oder Geisterdinger. Der hat auch nichts zu sagen. Ach ja, Leute, ich sag euch was. Ich muss aber ehrlich sagen, den ersten Teil fand ich dann doch ein bisschen atmosphärischer. Ich weiß nicht warum, irgendwie hat mir der erste Teil war für mich ein bisschen... Oh, da ist sie ja, die Lady. Gute Frau, hätten sie jetzt mal die Güte, sich... Jetzt. Okay. Okay, anscheinend muss ich die Minions erstmal hier ausschalten. Dann muss ich mich jetzt halt nur um diese... Ah, achso, ich bin schon tot. Okay. Okay, ist schon gut. Okay, wir sind wieder hier. So, dann rennen wir einfach mal straight zu den, aua, meine Nase. Dann rennen wir direkt straight zu der Ollen. Ich verstehe jetzt zwar nicht so ganz den Zusammenhang, aber
Oder wie man sie besiegen soll. Also mit Sicherheit irgendwas mit dem Tiger auf sich. Hier sind keine Geister, die mich verfolgen. Das war knapp. Okay, hier ist unsichtbare Wand. Also nur angreifen, wenn sie diese komische... Okay, es ist platt. Kann das sein, dass diese komische Hexenfrau, die da gerade am Rumschweben gewesen ist, dass das die Lehrerin vom ersten Teil ist? Zumindest ist... Was? Hallo Fortune Teller. Es hat erst angefangen. Ich höre dir zu. Ah, ich habe Schlimmeres schon erlebt.
Ja, gut. Ich glaube, unsere Linda braucht auch mal neue Klamotten, weil die sieht echt ganz schön dreckig aus. Am I ready to go? No. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier raus, erstmal mich umgucken. Wo bin ich denn jetzt hier? Hey, dich kenne ich, dich habe ich da. Hoi. Cool. Ist das nicht meine. Ist das nicht meine Klassenkamera? Wow, Mighty the Heartbreaker. Ist das ein Kerl? Ist das ein Kerl? Kerl ist. Was passiert denn hier? Was ist denn hier los? Okay, der Dude redet nicht. Sag, gibt's hier immer eine Möglichkeit, wo ich mich waschen kann oder so? Weil. Die Olle kann doch jetzt nicht so auf der Straße rumlaufen. Ey, die sieht so aus, als wenn sie, keine Ahnung, Leatherface himself wäre. Unfassbar, ey, die Olle, ey. Warte mal, ich versuche jetzt erstmal mein eigenes Zuhause erstmal zu finden. Wäre, glaube ich, so die beste Alternative, erstmal überhaupt mal nicht auszusehen wie so eine Massenmörderin, ey. Aber irgendwas sagt mir, dass ich hier so schnell nicht rauskomme. Ja. Ein seltsamer Platz für eine Ambulanz. Ich glaube, hier ist das sogar bitter nötig. Ist, glaube ich, die Infektionsrate echt ganz schön hoch. Sogar die Küken über die Straße. Ich werd irre, ey. Oh, ich hatte eine ganz böse Ahnung. Wahrscheinlich, wenn ich gleich mit der Fortune Teller, oh, verdammt, was heißt denn jetzt auf Deutsch? Die Wahrsagerin, genau. Dass ich, wenn ich mit der gleich quatsche, dass ich wahrscheinlich hier durch die Gegend laufen muss und dann wieder in der Horror-Variante. Oder warte mal. Ah! Jetzt weiß ich, wo wir sind. Ah, ja. Okay. Wir wollen aber nach Hause. Ich will mal gucken, ob wir der Guten mal irgendwie andere Klamotten anziehen können, beziehungsweise mal frische Klamotten, weil, wie gesagt, die sieht ja aus wie ein Horror, ey. Also, das kann ich schon mal hier nicht benutzen. Na gut. Okay, keine frischen Klamotten für dich. Zumindest nicht jetzt. Und. Nein, habe ich nicht. Vielen Dank.
Party feiern? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich ein bisschen sauberer bin und so. Ich sehe ja momentan. Ey, keiner sagt was, dass sie so brutal aussieht, ne? Aber ist ja völlig egal. Kann das sein, dass es irgendwie in, wo ist das? Ich weiß nicht, spielt das in Indonesien? Ich weiß nicht, irgendwo in Asien auf jeden Fall. Als wenn das normal wäre, dass die Leute so rumlaufen würden. Also wenn ein Mädel so vor mir stehen würde, als nichts wäre, würde ich zu ihr sagen, ist alles in Ordnung bei dir? Weil gesund sieht anders aus. Aber gut, ne, das ist halt wiederum, ne, wahrscheinlich diese, ich nenne es jetzt mal Spielelogik. Ne? Keiner stellt Fragen, es ist halt einfach alles so, wie es ist. Naja gut, dann wollen wir erstmal zur Wahrsagerin. Mal gucken, was die uns da zu erzählen hat. Wahrsagerin war da, genau. Okay, Wahrsagerin. Dann wollen wir mal. Story, I was lucky. Someone rescued me last night. Said someone called herself Fortune Teller. She told me that something dark and strong had awakened dark vibration through this area. That thing is currently doing something inside an empty hotel. And again, I might be the only one who can stop it. Why terrible things always happen to me? Wow. Also ich muss jetzt zu einem Hotel kommen. Ein Hotel. Gut, wir gucken mal. Zack. Ja. Ein Hotel. Schau mal hier. Oh, meine Bilder, die ich geschossen habe. Da bin ich kurz rausgetappt. Okay, dann wollen wir mal zum Hotel. Auf zum Hotel. Wow. Hat die jetzt wirklich einen Selfie-Stick in der Hand? Hey guys, ketemu sama Amy. Was, Dino und Jono? Was, Kioska? Was? Das Gefühl, dass ihr alle sterben werdet. Hey, who are you? Hey. Ha! Als wenn ich es euch sagen würde. Oh, meine Klamotten sind sauber. Wow. Es fällt mir jetzt erst auf, dass meine Klamotten wieder sauber sind. Okay, wisst ihr Bescheid. Einfach zu einem Hotel fahren und eure Klamotten sind wieder sauber. Läuft. Ein Geisterhotel. Aber bis jetzt sieht das alles noch ganz in Ordnung für mich aus. Vor allem auch sehr hübsch eingerichtet. Also okay, jetzt abgesehen von der Decke. Muss ich mich einfach hinlegen und zum Schlafen? Warum nicht?
Wenn es jetzt nicht so abgeranzt wäre. Ist bestimmt schön hier. Oder wäre bestimmt schön hier. Dann gehen wir zu dem Typen da drüben. I'll be your skirt. Oh. Von draußen? Okay. Dass ich die ganze Zeit in ihrer Schuluniform hier rumlaufen muss. Okay, der Weg nach oben ist versperrt. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Hier haben wir nochmal den Weg versperrt. Alles klar, Kollege, ich benutze den Fahrstuhl und ich würde ja sagen, such nach Hilfe, aber du siehst nicht gerade sehr kompetent aus. Also, ja, wir sehen uns. Leute, ich erinnere mich. Ich erinnere mich jetzt, warum die Lehrerin jetzt gerade so eine blöde Kuh ist. Ah, ich erinnere mich, ja genau. Stimmt, ja, es war ja wie folgt, die Lehrerin, die war doch Dings, ist doch später die Frau in dem roten Kleid gewesen, die Endgegnerin, soweit ich weiß, wenn ich das richtig jetzt gerade im Kopf habe. Oh, da kommt der nächste. Oh, da kommt noch einer. Ich fürchte, ich muss hier jetzt halt durchlaufen. Los, mach auf, lass mich raus. So. Oh, Katze. Oh, Feuerwehr. Hey, it's you again. How do you know I'm here, girl? So, ich aber auch, dass die Katze irgendwie ein Auge auf uns hat. Aber ich nehme stark an, dass wir uns... Okay, hier kommen wir schon mal nicht raus. So, wir sind ganz oben. Und wir sehen, dass die Tür zu ist. Yay. Das war so obvious. Ah, okay. Okay, die muss man also von hinten erwischen.
Oh, ich sehe wieder aus wie aus dem Splatter-Movie, ey. Boah. Ein Ding nur draufgehauen, ey. Schon sehe ich aus. Aber gut, Leute. Das war's dann jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Dreadout 2. Bis dahin, ciao.